Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Mond. Und hier geht's weiter. Der Plätscherhügel. In seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Hyogre, die Personifizierung des Meeres. Echt? Wow! Ach was, ich meine doch, macht doch nur Spaß. Du bist echt gut, glaube ich, Maika. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Strand. Dieses Platschen aus der Ferne, was steckt wohl dahinter? Na klar, bei Regen steigt die Stärke von Wasserattacken ja um 50%. Hinter dem Wasserwirbel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacke durch den Regen verstärkt wurde. Ah, komm schon. Haben wir es denn jetzt? Maika, jetzt bist du mir also bis hierher gefolgt. Die Prüfung beginnt, ich hasse dich. Dir ist schon klar, was du damit vollbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tor des Captains passiert, also jetzt steht auch eine Prüfung an. Meine Prüfung besteht darin, den Herrscher des Meeres zu besiegen. Siehst du das? Siehst du den Wasserwirbel dort? Da versteckt sich sicher der Herrscher. Wer weiß, vielleicht sind die Lose von vorne und ihre Mitstreiter ja auf Rache aus. Zieh dich vor, beweise dein Können und besiege den Herrscher. Ach ja, und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um hier Pokémon fangen zu können. Also dann, möge meine Prüfung gewinnen. Ich hasse dich, Alter. Ohne Witz, ich hasse dich, du kleiner, mieser Drecksack. Ach, ich hasse dich so sehr, ey. Komm, wir hauen Magnetilo gleich nach vorne. Du mieser, kleiner. Muss schon hin. Ist hier hinten? Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst, ja, und schmeißt uns wahrscheinlich so vom Rücken runter. Oh. Wow. Ich möchte euch sagen, das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen weißen Fischlein. Naja, deine Z-Power kannst du kannst du einstecken, Alter. Level 20, oha. Sehr effektiv. Komm. Und? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Hallo? Dafür, dass das... Er ruft Mitstreiter. Holt wahrscheinlich seinen kleinen Kumpan, ey. War ja klar. Ein kleines, mieses Etwas, ey. Ich meine, das ist klar, dass er gut was einstecken kann, aber dennoch. War klar, dass er jetzt noch eine scheiß Beere irgendwo hat, ey. Überflutung. Was nehme ich an? Komm. Das war jetzt nicht sehr effektiv. Ja, ruft Mitstreiter, komm. Ist geschenkt. Lass stecken! Ein Marmolida. Mhm. Immer Rasierblatt. Boah, ich werde so Rasierblatt spammen, ne? Es steckt auf jeden Fall gut was ein. Ich glaube, ich will das kleine Fischlein doch nicht haben. Was passiert? Ja, das ist mir aber egal. Ich treffe dich trotzdem. Oder? Ich habe jetzt nicht verstanden, was das jetzt genau werden sollte. Der Herrscher wurde auf jeden Fall besiegt. Würde ich mal sagen. Duplexhieb, okay. Wieso ist denn hier das komische Fischlein da hinten so stark?
Verstehe das nicht. Bin ich denn... Ich meine, ich bin Pflanzentyp. Ah, der hatte doch meinen Typ verändert, ne? Ah, verdammt. Ich hab zweimal getroffen. Ist jetzt ein Wassertyp, ey. Leco mio. Hau mal damit drauf. Nimmt auch nicht sehr viel weg. Hm. Was machen wir jetzt? Ihr kriegt einen geklatscht nach der anderen, ey. Ich fasse es nicht. Beute, ich will mal was ausprobieren. Spezialität hebt alle Statusprobleme. Wir versuchen es einfach mal. Es ist wirklich. Und unser Dings ist K.O., ne? Komm, halt's ein bisschen aus hier, ey. Fünfmal getroffen. Ist Level 18. Wir versuchen was. Die Welle ins Amulett. Versuchen wir es erstmal damit. Ich meine, normale Attacken müssten eigentlich gegen Traumfugil wirkungslos sein. Versuch's mal mit Psi-Welle. Ja, zieht wenigstens ein bisschen was ab. Damit kann man noch leben. Was sagt der Erstauner? Zum Glück kann er jetzt keine Hilfe rufen. Weil das andere ist ja, Herrscher. Und ich muss sagen, da haben wir ja mit unserem Starter, mit The Boss, ja auf jeden Fall gut. Oh, wie heißt das? Auf jeden Fall gut gewählt. Was ist denn Birde? Was bist du denn? Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. Oh, komm, ja, das können wir mal so machen. Da freut es sich. Ich habe den Herrscher besiegt. Ja. Yeah. Nur ein Pokémon ist draufgegangen. Ach komm, jetzt übertreibst du aber wirklich, ne? Was bist du denn bitte schön für eine Diva? Na komm. Schnupp, 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 schnupp. Ich will jetzt ehrlich gesagt nur noch ins Pokémon Center. Und jetzt scheint die Sonne wieder. Also ich muss sagen, Tracy sieht auch ein bisschen fertig aus, ne? Bravo, Maika, bitte komm jetzt zu mir zurück. Nein, ich will nicht. Also ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit großer Hingabe trainierten Lusardin besiegt wurden. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Maika. Das war wirklich eine reife Leistung. Respekt. Hier, das ist für dich. Ah, ja! Jo, Prüfung bestanden. Sehr cool. Und jetzt pass gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst mir eine Angel. Nur echt mit meinem Wasserzeichen. Ah, wie cool. Lass mich dir das erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer die Angel versunken ist, leitet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn dann das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Yes!
Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Gyarados an Land gezogen habe? Wirklich. Ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon-Center auf Route 5 zurückbringen? Ja, bitte. Okay, kehren wir erstmal zurück. Angeln können wir später. Als nächstes steht hier Kiavs Prüfung bevor. Sie ist im Vela Vulkanpark abgehalten. Ach, und noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Nein. Die kleinen Racker waren umgezogen, also habe ich mein Akium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie den Weg sofort das zweite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich von ihrer Nase dein Akium Z zückst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber so, das Loser-Dien, eigentlich würde ich es ja schon echt gern ausprobieren, ne? Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder. Jo. Gehen wir nochmal zurück und versuchen mal zu schwimmen. Gletscherhügel. Kann ich hier überhaupt angeln? Es beißt nichts an. Ah, da war noch einer. Ha! Ich habe einen Sonderbonbon gefunden. Vorher gucken wir kurz. Ist Traumfliege vorne? Nein. Aber es muss nach vorne, leider. Ich will ja nichts sagen, aber du musst nach vorne. Ich bin Angler. Ich fange Pokémon mit der Angel. Schockschwere Not, wer hätte das gedacht? Jetzt bin ich aber überrascht, ey. Oha. Ein Tentacher. Kennen wir auch schon. Hatten wir auch mal gefangen in Ong. Also nicht im Let's Play. Doch, ich glaube schon mal im Let's Play haben wir es auch gefangen. Aber noch nicht benutzt. Erstmal verwirren wir es ein bisschen. Kann ja sein, dass es selber verletzt. Wäre cool. Giftspitzen. Ah. Der hat ja zum Glück eh nur ein Pokémon. Na los, komm schon. Aquawelle. Nimmt hier nicht sehr viel. Oh, jetzt sind wir selber verwirrt. Ich fasse es nicht. Komm schon. Nochmal. Ah ja. Gott sei Dank. Und schwupps, weg ist es. Edgy Badge. Muss ich dich denn schon wieder föhnen? Verflixt, habe ich mich wohl ködern lassen. Jetzt sag nicht, ich muss dich schon wieder... Oh, ich muss schon wieder föhnen. Was für eine Diva. Naja, was soll's. Ich meine, du bist stärker jetzt als unser Pflanzenstarter. Beziehungsweise vom Level drüber als unser Pflanzenstarter. Versuchen wir es nochmal. Ist best einfach nichts an. Alte Nervenraspel. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein. Oh, das wollte ich nicht. Na, wer weiß denn? Anton. Anton haben wir schon. Tja, Anton, das ist nicht dein Tag, du. Versuchen wir es mal hier. Ich meine, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit angeln wie so eine Bekloppte. Mal sehen, was kommt. Ein Barschwar wäre ja ganz gut. Wir bräuchten ja einen Barschwar. Und was kriegen wir im Kabel? Ja. Mach mal Bürde. Wenn du überlebst, dann fange ich dich auch.
Und du überlebst nicht. Weil es ein Volltreffer war. Menno! Kann mir noch irgendwo angeln? Kommt jetzt schon wieder ein Carpador. Oh, schockschwere Not, hätte das ahnen können. Ich glaube, unsere Angel ist einfach auch nicht gut genug dafür. Ah, komm, da reicht eine Ziehwelle. Ja, das reicht, um den zu besiegen. Vielleicht sollte ich es einfach nur mal so versuchen, den Taucher zu schmeißen. Und los! Es beißt nichts an. Na komm, wenn es jetzt wieder Carpador ist, dann schmeiße ich den Tauchball jetzt einfach so. War klar. Ich glaube, mit der normalen Angel kann man auch echt nur einen Carpador fangen. Und er hat uns auch Tauchbälle gegeben. 10 Stück. Ich meine, würden die Pokémon nicht auch so angreifen? Oder muss man die jetzt unbedingt angeln? Hm? Ja, Carpador gefangen. Registriert. ja. Das ist immer nur leichtsinnig herumplatscht, ist eine leichte Beute für hungrige Pokémon. Für viele ist es daher ein Lebensretter. Nein. Ohne Scheiß, ich glaube, ich würde es opfern dann einfach. Das wäre doch mal so ein ganz cooles Name für ein Pokémon, beziehungsweise für ein Gyarados. Einfach mal das Gyarados Opfer nennen. Kann man ja auch mal machen. Halt, stopp. Dieser alte Herr gibt alles. Ach, echt, ja, komm, denn küss mir doch den Popo, ey. Ich weiß zum Verrecken nicht. Halt, warte. Scheiß übersehen. Sehr schön. Wollte gerade sagen, ich hab's doch eben gerade irgendwie den Pokémon-Sucher gesehen. Guck mich an. Echt gut. Ja, auf rumzuspringen, komm her hier. Na komm. Da ist selbst Rotom nicht so begeistert von. Na komm, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Guck mich an. Anscheinend macht man bessere Bilder, wenn das Pokémon einen anguckt. Ah, ja, ist mir egal. Das war das dritte, glaube ich, oder? Ja, komm. Nimmst du das? Du hättest etwas näher rangehen können. Was? Gib dir beim nächsten Mal einfach mehr Mühe. So cute. Ganz schön berechnet, aber süß. Ich glaube, das liegt in meiner Nachbarschaft. Oh, aber es haben sehr viele meine Fotos anscheinend das Foto geliked. Hallo? Ja, und wir sind aufgestiegen. Glückwunsch, du hast mindestens... Ja. Jetzt habe ich eine Zoom-Funktion, Edgy Badge. Nee, das muss jetzt auch nicht übertragen. Wo muss ich denn hin? Da war noch einer. Ups.
Ach, verdammt. Aber wie der Kampf ausgeht, beziehungsweise diesen Kampf, seht ihr erst im nächsten Part. Edgy Badge. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.